Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Lichtspiel 2 im Ranglistenmodus. Der hat doppelte Auswahl genommen. Ja, na, wir gehen wieder als Burg rein. Welcome to Nova. Okay, Schwein kann man sehr gut auch nutzen mit denen zusammen. Ratten raus. Die raus. Da haben wir an sich eine gute Verteidigung, aber kein Damage. Das sieht doch gut aus. Und sehr teure Einheiten. Ich glaube, wir nehmen das Schwein erstmal raus, nehmen die Maske mit. Ja. Und wir fangen einfach mal an mit einem Crablord. Nee, wir fangen mit dem Ochsen an. Wir fangen mit dem Ochsen an. Machen Upgrade. Und da haben wir zumindest da schon mal einen Tank stehen. Growl, okay. Priesterin. Was hat der andere? Eine Blume. Okay, das könnte tatsächlich zur Hydra werden. Wir werden sehen. Wir machen es so. Aber ich brauche auf jeden Fall die Masken ja, um noch ein bisschen Schaden mit rauszupressen. Ich werde jetzt nichts schicken, um zu schauen, ob es eine Hydra wird. Es wird eine Hydra. Okay. Das, wir müssen jetzt uns noch einen Bocker reinpushen, dass wir den Robo noch rauspressen können. Da kriege ich auch tatsächlich nicht raus, nur den Robo. Aber wir müssen es probieren. Auch wenn jetzt irgendwas zum Blocken hat, ich muss es probieren. Ich habe ja keine andere Wahl. Ja, hat was hingestellt. Meeresdrachen. Ja. Das Healing ist zu fett gewesen. Scheiße. Ja, Versuch war's wert. Kann man sich nicht beklagen. So ist das eben. Da machen wir jetzt King Upgrades. Weil bis Welle 7, 8 kann ich eh nichts machen. Jetzt auf jeden Fall noch einen Locker reinholen. Können wir natürlich eine Maske upgraden. Ja, macht doch Sinn. Mehr baue ich dann aber nicht. Vier reichen.
Sollte klappen. Ja, passt. Perfekt. Okay, ich brauche hier drüben nochmal zwei hin. Weil ich nicht glaube, dass ich jetzt in der 6 gut bin. Weg. Zwei weg. Drei. Vier. Fünf und sechs. Sehr schön. Die zwei Masken habe ich gebraucht. Wenn ihr den Manta hinstellen. Die Masken machen natürlich erstmal genug Schaden, da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Hier ist einer rübergekommen. Okay. Hat er noch einen Crab-Warlock gebaut? Ärgerlich. Dax. Probieren einfach mal mit 8 auf der 8 mit den 3 Schnecken. Ich fliege ganz schön runter und der sammelt immer noch. Das gefällt mir gar nicht. Hydras down. Crab Warlock wird angegriffen. Sehr schön. Ja. Guter Versuch. Sehr schön. Natürlich mal wieder einen, der Auto sendet. Ist ja nichts Neues. Und da können wir nicht aufwerten. Ich könnte noch einen bauen. Ich könnte aber auch hier drüben. Noch den Ochsen hinsetzen. Ja, 280. Und schön in Mimik reingeknallt, dass der meine ganzen Masken fressen kann. Scheiße. Mmh.
Okay, das ist gar nicht gut. Können wir einen Worker mitnehmen. Dann den hier aufwerten. Mal gucken. Sieht ja erstmal nicht so gut aus, aber das heißt noch nichts. Können immer noch fett werden. Ja, gerade mit dem Manta den Schaden reduziert, ist das schon nicht schlecht. Oh, es wird eng. Aber schaff's nicht. Ich werde nichts davon nehmen. Damit ich das Gold bekomme. Aufwerten sollten wir auf jeden Fall. Neunzig Piepen für mich. Das nehmen wir mit. Das hat halt mir jetzt 85 Gold gegeben, so. Und 5 mehr. Das macht manchmal schon einiges aus. 5 Gold mehr zu haben. Haben müssen gucken. Hallo! Was soll das? Extra Autos sind ausgemacht, um trotzdem was zu schicken. Was soll das? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, es wird eng. Ja, schön, du hast jetzt den ganzen Befehl schon rausgeballert. Volltrottel. Wir werten das auf. Kanonenschütze mit rein. Das macht ja am meisten Sinn.
Wie will man da bestehen so? Der auf mich schickt, der hat so einen Goldvorteil und Mythium und Worker, weil er die ganze Zeit sendet, jede Runde. Ich verstehe nicht, warum ich immer solche Leute kriege. Hört auf mit den scheiß Autosens. Er schickt schon wieder jede Runde. Das ist doch nicht normal. Einfach nur dämlich. So kriegt man nie ordentlich was zu sagen. Und er hat dann die ganze Zeit mehr Gold für Worker, wie er mich dann platt machen kann. Davon. So großartig kriege ich halt auch nichts zusammen. Die sind mir schon zu weit voraus. Hallo! Das gibt's doch gar nicht. Warum kriege ich solche Idioten? Was soll das? Jede Runde muss er schicken. Jede verfickte Runde. Hallo! Ich brauche mich gar nicht wundern, warum ich die ganze Zeit verliere. Solchen Trotteln. So was Dummes. Care for a bottle of rum. Ready to gallop. Das ist doch nicht normal. Und der, der jede Runde schickt, jede einzelne Runde, ist ganz unten. Das muss man sich ja überlegen. Einfach nur dämlich. Wie kann man denn so scheiße spielen und erwarten, dass man irgendwie aufsteigt? Verkackt auch so, ohne dass was geschickt wird. Ich weiß auch nicht, warum er Wichtel reingeschickt hat. Das vergackt. Er hat schon wieder geschickt.
Kann man den Daumen nach unten geben am Ende? Nee. Sollte mal eingeführt werden. Tot. Nee, es war kein gut Game. Warum ist sowas in Experte drin? Das verstehe ich nicht. Defeat. Nee. Aber sowas habe ich unheimlich oft. Naja, es war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's du bis zum nächsten Mal. Ciao.